SPD-Generalsekretärin Nahles sprach sich dafür aus, mehr Beamte zur Verfügung zu stellen, um die Neonazi-Szene im Netz strenger zu beobachten. Auch Politiker von CDU und CSU forderten eine Offensive gegen extremistische Internetseiten. Das Bundesinnenministerium teilte mit, die Behörden seien gut aufgestellt. Die rechtsextreme Szene werde bereits intensiv beobachtet. Es gebe keine Hinweise auf terroristische Aktivitäten.